ich würde an der Stelle einfach mal starten. Sie freundlich begrüßen im Transferforum 3, Digital Healthcare, nachhaltige digitale Gesundheitsversorgung. Kurz ein bisschen zu den Rahmenbedingungen. Mein Name ist Christoph Zimmermann. Ich bin hier Abteilungsleiter im FZI und darf Sie heute durch das entsprechende Transferforum führen. Das ganze Transferforum wird aufgezeichnet. Das heißt, das betrifft Audio wie auch Video. Wenn Sie Fragen haben und daran partizipieren wollen, aber nicht aufgezeichnet werden wollen, einfach in den Chat reinstellen und wir werden darauf eingehen. Generell werden wir ganz kurze Fragen nach jedem kleinen Impulsvertrag mit aufnehmen, eine große Diskussionsrunde am Schluss. Und wenn Sie Feedback haben, bitte ich Sie am Schluss oder generell Feedback zum Open House über die eingeblendete URL zu geben. Genau, ich darf hier begrüßen die sechs Impulsgebende, zum einen die Professorin Dr. Astrid Schmieder, den Herrn Walter, den Herrn Dr. Fuhrhopp, den Christoph Becker, den Marco Schienle und noch den Professor Storck. Dieses Panel widmet sich vor allem der Fragestellung, wie DIGAs und telemedizinische Applikationen unseren Alltag Einzug halten und welche Potenziale sich dazu heben. Wir beginnen mit dem ersten Track von der Frau Professor Dr. Astrid Schmieder. Frau Schmieder hat neben einem initialen Studium in der Universität Innsbruck und dortigen Promotion in Mannheim habilitiert und war anschließend seit 2016 Oberärztin an der Klinik für Dermatologie und ist seit 2021 Professorin an der Klinik für Dermatologie, Allergologie, Venerologie des Universitätsklinikums Würzburg und ist dort für das Thema digitale Medizin, chronische entzündliche Hauterkrankungen, okay, das darf die Frau Schmieder selbst erklären, und tumorassoziierte Makrophagen tätig. Und ich freue mich jetzt auf den Vortrag Dermatologische Betreuung von Patienten mit entzündlichen Hauterkrankungen und der Erfahrung, die sie hat. Ja, herzlichen Dank für diese netten einleitenden Worte, Christoph. Ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm freizugeben. Moment, kurz. So. Natürlich die obligatorische Frage: Sieht man meinen Vortrag? Ja. Okay, wunderbar. Ja, dann erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe tatsächlich noch nie einen Vortrag für ein informatisches Institut gehalten, sondern immer nur für medizinische Kliniken. Und daher freue ich mich hier insbesondere. Es geht um das Thema Digitalisierung aus dermatologischer Sicht. Nun fragen Sie sich, warum sitze ich hier und darf darüber berichten? Und zwar kommt das wahrscheinlich daher, weil ich vor 5 Jahren zusammen mit zwei Kollegen, Herrn Dr. Johannes Benneke, Kurzer Hinweis, ja. Sie zeigen die Referentenansicht. Ah, also wenn es gewollt ist. Nein. Gehen Sie oben auf Anzeigeeinstellungen, da kann sie es umändern. Mittlere Feld. So. Ja? Jetzt passt es? Super, wunderbar, genau. Also mit meinen beiden Kollegen, Dr. Johannes Benneke, das ist ein Assistenzarzt damals gewesen in der Klinik für Dermatologie in Mannheim, und Herr Robert Drews, das ist ein Wirtschaftsinformatiker, der auch eine eigene Firma hat, zusätzlich DataSpark. Und mit diesen beiden Kollegen haben wir Dermintelligence gegründet. Warum haben wir das gemacht? Es war so, dass wir vor über 8 Jahren ein digitales Patientenversorgungssystem fast vor die Nase gesetzt bekommen hatten in unserer Uniklinik, und was dazu geführt hat, dass wir massive Zeitverluste in der Klinik in Kauf nehmen mussten. Jeder Klick hat ungefähr 5 bis 10 Sekunden gebraucht, bis er dann uns dorthin gebracht hat, wo wir hinkommen wollten. Und das war alles sehr, sehr kompliziert. Und schlussendlich haben wir gesehen, ach Gott, das hat wahrscheinlich kein Arzt mitentwickelt. Und das müssen wir vermeiden. Das heißt, wir Ärzte, wenn wir in der Digitalisierung mitwirken wollen, müssen uns auch daran beteiligen. Und zusätzlich haben wir gesehen, dass unsere Klinik auch den Patientenansturm teilweise nicht mehr managen konnte. Es waren so viele Patienten jeden Tag da, 200 Patienten in unserer Poliklinik, die teilweise 250 Kilometer angereist sind, um sich von uns behandeln zu lassen. Und auch da war die Frage, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn wir auch Telemedizin anbieten könnten.
Das heißt, wir haben dann mit unseren sehr geringen Mitteln, weil die Unikliniken sind zwar als innovativ verschrien, aber es ist tatsächlich so, dass meistens die Mittel sehr knapp sind, besonders für digitale Themen damals, haben wir dann versucht, mit dem Fraunhofer-Institut uns zusammenzusetzen und eine App zu entwickeln. Aber es war damals, das Fraunhofer-Institut war für uns etwas zu teuer, sodass wir schlussendlich ausgründen mussten und Dermintelligence gegründet haben und dann mit ganz wenigen Mitteln schlussendlich eine App entwickelt haben. Und diese App konnte basale Dinge eigentlich nur, und zwar das eine, der Patient konnte auswählen, welche Hautareale er fotografieren wollte, dann hat er ein Foto machen können und zu dem Foto konnte er dann angeben, auf einer visuellen Analogskala, wie stark der Schmerz ist, wie stark der Juckreiz ist. Wir haben dann noch Stimmung und Aktivität erfasst, sowie die Lebensqualität. Und der Patient hatte dann auch noch die Möglichkeit, den Verlauf über die Monate sich anzugucken und auch am Anfang mittels eines Chats direkt mit uns in Verbindung zu treten. Den Chat haben wir aber nach 2 Monaten wieder abgeschafft, weil es kamen so viele Fragen und die waren teilweise überhaupt nicht assoziiert mit der Hauterkrankung und wir konnten die teilweise auch nicht innerhalb von 24 Stunden bearbeiten. So viele Fragen waren das, sodass wir gesagt haben, okay, eine Chat-Funktion passt in so einer interaktiven App mit Arzt-Patient einfach nicht rein. Also haben wir das wieder rausprogrammiert und haben stattdessen eine Videovisite eingebaut. Das heißt, eine Videovisite, wo der Patient angeben konnte, dass er einen Termin mit uns haben möchte. Wir haben ihm einen Termin gegeben und dann haben in dieser App haben wir dann diese Videovisite durchgeführt. Wir auf der anderen Seite haben auf unserem Desktop alle Patienten gesehen und die Fotos von den Patienten, die Verlaufsbilder der Patienten. Alle Patienten hatten einen Code als Name und waren nicht namentlich genannt aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und der Schlüssel, der diesen Code geknackt hat, der war nur in der Klinik gespeichert und hat die Klinik auch nie verlassen. Wir haben mit dieser App dann schlussendlich eine klinische Studie, eine Interventionsstudie durchgeführt und konnten die auch gut veröffentlichen. Das war eine sehr aufwendige Studie. Wir haben insgesamt 107 Patienten eingeschlossen, die wir dann 1,5 Jahre beobachtet haben. Insgesamt, also wir haben die Patienten eingeschlossen, dann haben wir sie randomisiert mittels eines Briefkuverts in die Interventionsgruppe oder in die Kontrollgruppe. Die Interventionsgruppe hat am Anfang eine Schulung aufbekommen zum Thema Schuppenflechte. Das waren überwiegend Patienten mit einer mittelschweren bis schweren Schuppenflechte. Und auch eine Einführung in die App. Und dann haben sie mittels eines Tokens Zugriff zu dieser App erhalten. Dann haben sie eine Basisvisite bekommen mit uns zusammen. Hier haben wir innerhalb von einer Stunde zahlreiche Fragebögen und den Schweregrad der Erkrankung festgestellt. Das Gleiche haben wir dann Woche 12, Woche 24, Woche 36 und Woche 60 durchgeführt. Und dann haben wir mal geguckt, ob sich irgendwas getan hat. Und was wir zeigen konnten, ist, dass wenn man sich die Patienten anguckt, dass da, also der HAS ist der Hospitality Anxiety and Depression Score. Und das ist ein Score, der schlussendlich depressive und Angststörungen angibt. Und je höher der Score ist, desto stärker belastet ist der Patient. Und was wir gesehen haben, dass die Anwendung von dieser App schlussendlich zu einer Verminderung dieses Scores geführt hat. Und der war signifikant bis zur Woche 24 und nach Woche 36, 48 und 60 war es nicht mehr signifikant. Aber schlussendlich hat sich immer noch eine Tendenz gezeigt. Der PASI, das ist der Schweregrad der Schuppenflechte, der hat sich über die Studie verbessert. Das heißt, die Patienten hatten schlussendlich weniger Hauterscheinungen, aber da gab es keinen Unterschied, ob die Patienten jetzt in der App-Gruppe waren oder nicht in der App-Gruppe. Und in Bezug auf die Angst, das ist der HAZ-A, konnten wir zeigen, dass es eine minimale Reduktion von der Angstsymptomatik bei den Patienten gab. Und man muss hier wissen, dass chronisch entzündliche erkrankte Hautpatienten nachweislich sehr stark an Depressionen und Angststörungen leiden. Der hat sich also verbessert, aber da gab es keine signifikanten Unterschiede. Und dann haben wir zahlreiche Subgruppenanalysen durchgeführt. Und ich glaube, das ist jetzt das Interessante. Was wir nämlich gefunden haben, und das hat uns sehr überrascht, und daher denke ich, dass solche Studien wahnsinnig wichtig sind. Wir haben die Patienten eingeteilt in Patienten, die App häufig genutzt haben und Patienten, die App selten verwendet haben.
Das heißt, einmal im Monat, maximal einmal im Monat oder häufiger als einmal im Monat. Und was uns dann überrascht hat, war, dass die Patienten, die diese App fast gar nicht verwendet haben, das heißt maximal einmal im Monat, die hatten eine maximal und hochsignifikante Reduktion der Depressionszeichen und sogar auch signifikante Reduktion der Angstsymptomatik. Und dann haben wir uns zurückgelehnt und haben uns gedacht, wie kann das sein? Also unsere App hilft eigentlich nicht wirklich. Also je häufiger Sie sie verwenden, desto weniger beeinflusst das eigentlich die psychische Symptomatik. Und dann sind wir nochmal zu den Patienten zurückgegangen und haben gefragt, schauen Sie mal, wir haben diese Ergebnisse in der Studie erzielt. Können Sie uns das erklären? Und was die Patienten dann gesagt haben ist, wissen Sie, Frau Schmieder, wir haben ja für die Schuppenflechte mittlerweile sehr gute Medikamente. Und es ist so schön, dass wir uns, dass wir endlich mal nicht mehr so stark betroffen sind und dass wir nicht ständig stationär aufgenommen werden müssen und uns ständig eincremen müssen. Und jetzt geben Sie uns eine App und ich muss mich ständig in diese App einloggen und muss mich daran erinnern, dass ich krank bin. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich finde die App eine ganz tolle Idee und das sieht man auch, weil die App wurde, auch wenn sie technisch nicht hochwertig war, würde ich jetzt mal so behaupten, wurde sehr, sehr gut bewertet und auch die Idee wurde als sehr, sehr gut bewertet. Aber schlussendlich wollten die Patienten sie nicht so häufig verwenden. Wegen diesem Grund, sie wollten sich nicht krank fühlen, aber es hat ihnen Sicherheit gegeben, diese App zu haben, weil sie wussten, wenn Nebenwirkungen auftreten, wenn ich Probleme habe, wenn sich die Hauterkrankung verschlechtert, wenn ich mit irgendwas nicht zurechtkomme, dann habe ich die Möglichkeit, meinen Arzt, der mich direkt behandelt, direkt zu kontaktieren und kann und habe dann innerhalb von ein paar Tagen einen Termin mit ihm. Genau, also schlussendlich war es das eigentlich schon. Ich sehe gerade, dass mir die Zeit ausläuft. Daher möchte ich nur ganz kurz noch auf unser Zukunftsprojekt eingehen. Und das machen wir zusammen mit dem FZI und dem KIT. Und zwar haben wir ein Projekt beantragt beim BMBF, das heißt Hybrid Vita. Wir wollen jetzt diese App ausbauen und wollen die App dazu bringen, dass sozusagen Verschlechterungen der Hauterkrankungen frühzeitig mittels KI erkannt werden können. Und was wir auch versuchen, und alle Ärzte, denen ich das vorstelle, sagen, ah, das ist ja völlig verrückt, wir wollen einen Sensorik-Handschuh entwickeln, das soll aus der Robotik kommen, mit dem es möglich sein wird, die Patienten virtuell zu untersuchen und dadurch eben auch die dritte Dimension, das heißt die Infiltration der Plaques an der Haut zu ertasten und zu erfüllen. Und es sieht für dieses Projekt aktuell gar nicht so schlecht aus und daher bin ich gespannt, was wir mit diesem Projekt an Ergebnissen erzielen werden. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an Herrn Zimmermann. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Schmieder. Ich würde es, wenn es, es Fragen gibt aus dem Publikum, gerne auf eine eingehen. Ich sehe bisher noch keine. Deswegen meine Frage, Sie haben jetzt im Prinzip diese dermatologische Applikation vorgestellt. Kann auch so ein System jetzt gerade während einer entsprechenden Pandemie von Vorteil sein? Ja, also das war während der Pandemie extrem von Vorteil. Also die Patienten sind teilweise nur mehr alle 6 Monate in die Klinik gekommen. Und in die Klinik zu kommen war sehr aufwendig. Also sie brauchten ja immer einen negativen entweder PCR-Test oder Schnelltest. Und das war für ältere Patienten sowieso nicht so gut zu machen. Und mit dieser App konnten wir tatsächlich die Patienten direkt in der Ambulanz seltener sehen. Und das war gut für die Patienten und das war sehr gut für uns. Weil wir haben auch durch diese App gesehen, dass teledermatologische Betreuung manchmal auch viel schneller ist, als wenn die Patienten direkt zu uns in die Poliklinik kommen. Es gibt nicht diesen ganzen dieses ganze Anmeldeverfahren und die Krankenschwestern werden auch nicht belastet dadurch. Der Patient muss nicht erst reinkommen ins Zimmer. Also man denkt sich das nicht, aber das ist alles Zeitverschwendung schlussendlich. Und daher hat das viel Vorteile, weil so eine telemedizinische Visite dann manchmal nur 5 bis 10 Minuten dauert und nicht vielleicht 20 Minuten, wie sie normalerweise dauern würde. Okay, vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Ich würde auch auf spätere Fragen gerne dann in der Diskussionsrunde eingehen. Als nächstes darf ich den Christoph Becker, Abteilungsleiter am FZI, begrüßen. Herr Becker studierte Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Karlsruhe und war anschließend bei verschiedenen Firmen in Deutschland und der Schweiz, unter anderem SAP Research, St. Gallen und Siemens AG tätig.
Seit 2009 ist Christoph Becker am FZI als wissenschaftlicher Mitarbeiter, übernahm 2015 die Abteilungsleitung der Abteilung Software Engineering und ist seit dort ist Abteilungsleiter und seit 2018 stellvertretender Bereichsleiter. Christoph berichtet uns heute mit Licht und Schatten Software und KI zur digitalen Hautkrebsdiagnostik. Ich freue mich auf den Vortrag. Die Bühne gehört dir. Genau, vielen Dank, Christoph, für die Einleitung. Ich freue mich heute alle zum Impuls mit Licht, Software und KI zur digitalen Hautkrebsdiagnostik zu begrüßen. Wir haben ein Forschungsprojekt hier am FZI. Das läuft auch, sind zwei Phasen. Das ist vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg gefördert und wird in einem Forschungsverbundprojekt von Partnern der Innovationsallianz Baden-Württemberg zusammen bearbeitet, dem ILM, dem NMI, Hans Schickert und wie gesagt dem FZI. Wir sind Mitte 2019 gestartet und befinden uns gerade in der zweiten Phase im Projekt. Das sollte natürlich in die andere Richtung gehen. Genau, es geht um die Erkennung von Hautkrebs, was eine sehr häufige Krebserkrankung ist, im Blick auf den demografischen Wandel auch mit steigenden Fallzahlen insgesamt auch zu rechnen ist. Dort wird aktuell das ABCDE-Verfahren oft eingesetzt zur Diagnose. Das heißt, die Läsion wird auf Abweichungen untersucht, das heißt hinsichtlich Asymmetrie, Abgrenzung zum umliegenden Gewebe, der Farbgebung, dem Durchmesser und auch der Erhabenheit. Und wenn wir hier auf der linken Seite schauen, dann sehen wir dafür Beispiele und die Spalten sehen dann doch sehr ähnlich erstmal aus, aber da gibt es dann den entscheidenden Unterschied. In der ersten Zeile haben wir hier Abbildungen von gutartigen Läsionen und in der unteren Zeile eben von bösartigen Läsionen. Das heißt, die Unterscheidung ist dann nicht ganz trivial. Und auch mit der Auflichtmikroskopie zeigen Studien, dass man bei Hautärzten auf eine Treffsicherheit von ca. 85% kommt. Es gibt aktuell auch Ansätze auf Basis von Digitalfotografie, kombiniert mit einer automatischen Klassifizierung, das Ganze auch digital zu lösen. Die kommen auch auf vergleichbare Erkennungsraten von 85%. Genau, diese Digitalfotografie setzt meistens auf so Bilddatenbanken von 100.000 Bildern auf und kommt damit auf diese Erkennungsraten. Wir haben in dem Projekt uns bewusst auf entschieden, da einen anderen Ansatz zu untersuchen. Wir gehen eben nicht den Weg, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt die Bilddatenbasis vergrößern, sondern wir versuchen, mehr Daten aus einem Bild sozusagen rauszuziehen und nutzen dafür dann eben nicht die ganz klassische Digitalfotografie, sondern die multispektrale Bildgebung. Wie kann man sich das Setup vorstellen? Wir haben hier ein Messsystem, was letztendlich die Hautstelle vermisst. Da wir im klinischen Kontext unterwegs sind, erfolgt meistens auch eine Exzidierung der Läsion, die wird dann letztendlich auch im Labor untersucht. Dann bekommen wir Laborbefunde, die werden dann zusammengeführt mit den Bilddaten, sozusagen, dass der Befund dann auch als Labeling agiert. Und bei weiteren Messungen kann dann eine KI-basierte Diagnosevorschlag dem behandelnden Arzt zur Verfügung gestellt werden. Und umgekehrt können aber auch das Expertenwissen nochmal für ein Relabeling auch der Daten genutzt werden, insbesondere wenn es keine labortechnische Untersuchung gibt an der Stelle. Was muss man sich unter der multispektralen Bildgebung vorstellen? Ich hoffe, das Video wird gut übertragen. Die Hautstelle wird mit Licht in unterschiedlichen Wellenlängen beleuchtet und es werden auch verschiedene Muster darauf projiziert. Die unterschiedlichen Wellenlängen dringen unterschiedlich tief ins Hautgewebe ein, sodass wir eben auch Daten aus tieferen Hautschichten an der Stelle bekommen können, über die strukturierte Beleuchtung auch tiefenaufgelöst diese Daten heranziehen können und damit eben Tiefeninformationen haben und auch andere physiochemische Parameter wie Sauerstoffsättigung, Melaningehalt und weitere da herausrechnen können, die wir dann hernehmen können, um letztendlich das für das KI-Modell sozusagen und das Training des KI-Modells herzunehmen.
Wie sieht das Gerät aus? Wir haben hier eine Abbildung von dem Gerät, was wir in der Hautklinik Tübingen eingesetzt haben, um dann auch die Daten zu erheben. Wir haben hier zwei Kamerasysteme, ein Projektionssystem, um die Streifenmuster auf die Haut zu projizieren, und das Ganze wird dann letztendlich an ein Backend übertragen, wo dann letztendlich die Klassifikation der Läsion erfolgt an der Stelle. Genau, wie sieht es in der Klinik aus? Wir haben hier vereinfacht dargestellt den Prozess in grün. Das sind eigentlich so der Standardprozess. In blau sehen wir hier, wo wir uns mit unserem System sozusagen einklinken. Wir haben die initiale Untersuchung und die Aufnahme des Patienten. Dann erfolgt in der Regel auch eine erste Diagnose im Rahmen von einer Auflichtmikroskopie oder auch kombiniert mit einer Fotodokumentation. Dann wird sozusagen die Messung mit der multispektralen Bildgebung durchgeführt. Es erfolgt eine KI-basierte Diagnosevorschlag und den kann der Arzt dann nochmal heranziehen, um dann letztendlich seine initiale Einschätzung zu überdenken und letztendlich dann die Entscheidung über den weiteren Behandlungsverlauf zu treffen. Wie sieht das für den Arzt letztendlich aus? Wir haben hier auch mal noch eine Oberfläche aus der Anwendung. Das heißt, wir haben hier oben ein KI-Diagnoseergebnis. Wir haben hier oben die Möglichkeit, das entsprechend mit einem Laborbefund auch zu überschreiben. Wir haben die Abbildung von der Läsion. Wir haben eine Heatmap, die dem Arzt nochmal zeigt, dass die KI an der Stelle auch auf die korrekte Läsion fokussiert hat und eben nicht im Zweifel was anderes fokussiert hat, um sozusagen das Ergebnis zu erzeugen. Und hier unten sehen wir auch nochmal eine Punktwolke, die durch die strukturierte Beleuchtung sozusagen erzeugt werden kann. Und an der Stelle wären auch nicht mal die zweite Kamera erforderlich, sondern es ist alleine auf Basis der strukturierten Beleuchtung und einer Kamera möglich an der Stelle. Was verbirgt sich hinter dem System? Wir haben, wie gesagt, das Messsystem. Wir haben ein initiales Post-Processing. Da werden zum Beispiel physiochemische Parameter direkt aus den Messdaten herausgelesen. Und dann haben wir die Client-Anwendung oder das Management-System als Hauptkomponente. Dieses bindet wiederum dann das KI-System an. Wir haben das alles relativ gut containerisiert und mit Schnittstellen versehen, sodass wir auch das KI-System sehr gut gegen ein anderes an der Stelle auch austauschen könnten, wenn man das Ganze Richtung Zukunft und Weiterentwicklung an der Stelle auch betrachtet. Hier haben wir noch einen Blick auf das KI-Modell, was von den Kollegen aus Villingen-Schwenningen, Hans Schickert, entwickelt worden ist. Das heißt, wir nutzen aktuell 6 Kanäle aus der multispektralen Bildgebung, die dann in ein EfficientNet B3 gegeben werden, um dann letztendlich die Klassifikation Melanom oder Benign abzuleiten. Noch ein bisschen Werbung. Das Projekt läuft, wie gesagt, noch weiter. Es gibt einen projektbegleitenden Ausschuss. Wenn da Interesse dran besteht, da zu partizipieren, gerne im Nachgang nochmal auf mich zukommen. Ansonsten gibt es auf der Webseite intelligente-diagnostik.de auch Informationen zum Projekt, auch einen Bericht über die erste Projektphase. Und dann stehe ich dann auch gleich für weitere Fragen zur Verfügung. Wie gesagt, wir haben die Kernelemente hier waren die multispektrale Bildgebung, das Ganze in den Prozess in der Klinik zu integrieren und dann letztendlich die verschiedenen Komponenten, die Bildgebung, das KI-System zu einem System letztendlich zusammenzuführen. Genau. Und wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung und bedanke mich natürlich für die Aufmerksamkeit. Ja, danke Christoph für den Vortrag. Ich sehe jetzt gerade keine Fragen im Chat, deswegen die Frage konkret an dich, wie geht es weiter damit? Also was kommt in Phase 2? Genau, wir haben eine zweite Phase. Wir brauchen ganz dringend auch noch mehr Daten. Das war so ein Ergebnis aus der ersten Phase. Gerade auch hinsichtlich schwarzer Hautkrebs kriegt man an einem Standort tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele Fallzahlen zusammen. Das heißt, da werden wir versuchen, auch mit mehr Partnern zusammenzuarbeiten. Und in dem Zuge, dass wir mit mehr Partnern zusammenarbeiten wollen, wollen wir auch das KI-System
hinsichtlich verteiltem Lernen ausbauen, damit wir da sehr gut die Daten auch austauschen können und effizient sozusagen auf dem ganzen Datenpool auch rechnen können. Wir hatten es in der Einführung, in der Keynote ja schon gehört, dass die Datensätze sehr groß sein können. Bei uns ist das gerade sehr ähnlich. Wir haben sozusagen pro Bild oder pro Messung haben wir aktuell 1 Gigabyte an Daten. Das kann man sicherlich noch ein bisschen reduzieren, aber das verteilte Lernen verspricht auf jeden Fall einen sehr effizienten Ansatz, um mit diesen großen Datenmengen auch gescheit umgehen zu können, also insbesondere standortübergreifend umgehen zu können. Okay, danke Christoph. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt weitergehen. Also wir haben jetzt einen kleinen Ausblick bekommen, was im Bereich Dermatologie an Möglichkeiten existieren, im Bereich Telemedizin, aber auch im Bereich Bildgebung. Ein weiteres Thema, was uns wahrscheinlich vielleicht alle irgendwann betreffen werden wird, ist das Thema Demenz und auch Demenzfrüherkennung. Und das ist natürlich ein extrem wichtiges Thema, einfach frühzeitig solche Krankheiten zu identifizieren und schlussendlich Maßnahmen auch einzuleiten. Und da darf ich jetzt den Johannes Walter begrüßen. Johannes Walter ist Leiter der Digitalisierung und digitale Verbandsentwicklung des Diakonischen Werks der Evangelischen Landeskirche in Baden. Er ist seit 10 Jahren in verschiedenen Positionen leitend mit dem Schwerpunkt Innovation, Unternehmenskultur und digitales Wachstum im Gesundheitsbereich tätig, ist nebenher als Associate Professor lehrt und forscht er auch im Gesundheitsbereich an der IUH und ist Bereichsleiter Digitalisierung des Diakonischen Werks für die digitale Transformation des Landesverbands im Bereich Digital Health und E-Health. Also sprich alles, was jetzt gerade im Gesundheitsbereich wichtig ist, vertritt hier der Johannes und ich freue mich jetzt auf seinen Vortrag zu dem. Ja, sind das du gerne selbst vorstellen. Johannes. Ja, vielen Dank, Christoph, für die liebe Einführung. Ich würde auch im Rahmen der fortgeschrittenen Zeit trotzdem ganz kurz, auch als Vertreter der Diakonie, Sie einen Moment einladen für ein kurzes Friedensgebet, eine Friedensandacht zu den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Gott, wir leben in Tagen, in denen der Friede bedroht ist. In unserem Herzen, in unserem Land, im Miteinander von Völkern und Nationen. Im Osten Europas wird aufgerüstet. Schon 14.000 Menschen haben in den Grenzregionen zwischen Russland und der Ukraine ihr Leben verloren. Und wir befürchten noch mehr Gewalt, Tränen und Leid. Deshalb bitten wir dich, Gott, um Frieden, dass Menschen an Leib und Seele bewahrt bleiben, um Vertrauen und um Einsichten und Perspektiven, die Wege aufeinander zu ermöglichen, und schenke uns und allen Menschen in deiner Welt Gedanken des Friedens und hilf uns, diese Gedanken auch in friedliches Tun umzusetzen. Amen. Vielen Dank. Ich würde jetzt meine Präsentation beginnen. Wir haben gemeinsam mit dem FZI, Forschungszentrum für Informatik, ein Projekt aufgesetzt zur Demenzfrüherkennung. Warum haben wir das getan? Wir haben als Landesverband der Diakonie Baden, als ein Landesverband der Diakonie Deutschland uns ein strategisches Ziel für 2025 gesetzt. Das ist zum einen die Digitalisierung an sich, dass wir anerkennen, dass sie alle Lebensbereiche durchdringt und dass sie aber auch neue Dimensionen ermöglicht, gerade in der Sozial- oder Gesundheitsbranche. Wir haben erkannt, dass es dabei individueller Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene Transformationsgewinner und Verlierer geben wird. Das heißt für uns, dass wir andere Aufgaben und Schwerpunkte wahrnehmen müssen. Das heißt, wir nutzen die Chancen fortschreitender Digitalisierung in allen diakonischen Bereichen, ob das jetzt Kita, Suchtprävention, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflege ist, und möchten als Impulsgeber, als Verband unsere Mitgliedseinrichtungen bei ihren eigenen Innovationen helfen. Wir unterstützen dabei Menschen in ihrer digitalen Teilhabe. Dabei achten wir besonders auf die Menschen, die in Gefahr stehen, von der Digitalisierung möglicherweise auch benachteiligt zu werden, und setzen den Fokus auf Inklusionspotenziale. Das heißt, im Zuge der intensiven Veränderungen und auch der zukünftigen Anforderungen im deutschen Sozial- und Pflegewesen sowie des gesellschaftlichen Wandels werden sich die Anforderungen an die Gewährung, Nutzung und Erbringung sozialer und medizinischer Dienstleistungen auch wesentlich verändern.
Zu dieser Erkenntnis sind wir auch als Landesverband gekommen, um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der Arbeitswelt für alle Menschen zu ermöglichen, müssen sämtliche Ressourcen monetärer, aber auch gesellschaftlicher Art genutzt werden. Dies kann nur gelingen auf unserer Seite, wenn diese Ressourcen auch entsprechend organisiert und koordiniert werden. Deswegen kommen auf Anbieter sozialer Dienstleistungen auf Deutschland gravierende Veränderungen im Sozial- und Gesundheitswesen zu. Eine digitale Angebotssteuerung und eine digitale Angebotslandschaft sind nicht nur starke Innovationstreiber, sondern auch eine wichtige und immer zentralere Komponente, vor allem zwischen Kunde, Leistungserbringer, Leistungsträger und auch komplementären Tertiärangeboten. Welche Herausforderungen gibt es denn in diesem Umfeld? Da sehen wir die intra- und intersektorale Wertschöpfungsketten, die zunehmend Leistungserbringer zu einer stärkeren Zusammenarbeit bei der Versorgung von Patienten zwingen. Das heißt, die Vernetzung ist absolut notwendig für ein erfolgreiches Versorgungsmanagement, und zwar durch Kooperationen zwischen Leistungserbringer, Leistungserbringern, Verbünden oder auch Krankenkassen. Trotz der Notwendigkeit zunehmender Kooperationen auf diesem Gebiet stehen die verschiedenen Leistungserbringer und die Krankenkassen gleichzeitig aber weiterhin im Wettbewerb miteinander um Versicherte und Patienten. Das Gesundheitswesen ist dabei seit Jahrzehnten durch eine sektorale Trennung geprägt und bisher im Wesentlichen in sich geschlossen. Zugleich besitzen die Versicherten kein Primärsystem im eigentlichen Sinne. Sie können ihre Gesundheit aber über einzelne digitale Gesundheitsanwendungen und die Online-Geschäftsstelle der Krankenkassen digital abbilden. Die Vernetzungsstrukturen sind unterschiedlich aufgebaut im Gesundheitswesen. Es gibt zum Beispiel die auf der Ebene der Krankenversicherung Ärztenetze und Klinikketten, die auf dem Primärsystem aufsitzen. Aber auch Krankenkassen sowie IT-Hersteller bauen zunehmend auf Vernetzungsinfrastrukturen auf, die auf den Primärsystemen aufsetzen. Die Gematik ist seit langem beauftragt, eine umfassende Vernetzungsinfrastruktur, die sogenannte Telematik-Infrastruktur, aufzubauen, welche alle Leistungserbringer sowie Krankenkassen miteinander vernetzen soll. Die Telematik-Infrastruktur bündelt zum Beispiel verschiedene Funktionen wie die qualifizierte Arztsignatur oder den versicherten Stammdatenmanagement, auch andere Anwendungen wie das E-Rezept oder den Medikationsplan oder die EPA. Das sind alles Punkte für eine Grundlage, auch ein wichtiger erster Schritt hin zu einem vernetzten Gesundheitswesen, um ein Versorgungsmanagement auch zu fördern. Grund hierfür ist, dass die Prozessinnovationen und Integration in der Versorgung für ein Versorgungsmanagement allerdings noch nicht im beschriebenen gesetzlichen Teil vorhanden sind. Hier entsteht aber ein hohes Nutzenpotenzial für die einzelnen Akteure. Das heißt, Digital Health stellt die bisherigen Grenzen des auch in Frage und integriert dabei nicht nur die Leistung und Versicherungssektoren, sondern darüber hinaus auch das Gesundheitshandeln in der Gesundheitsbranche. Gemeinsam mit dem Forschungszentrum Informatik möchten wir daher eine Anwendung, eine Plattform in diesem Bereich zur Früherkennung von Demenz etablieren, wobei die Diakonie Baden als Anwendungs- und Praxispartner fungiert. Das Projekt läuft bis 2023 und soll KI-gestützte Vorhersagen über die niedrigschwellige Früherkennung bis hin zu individualisierten Behandlungsstrategien für Demenzkranke bieten. Warum ist das notwendig? Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen, ich habe das jetzt auf Baden-Württemberg einmal gemünzt, nimmt mit steigendem Lebensalter zu, von etwa 1,5% bei um 65-jährigen Menschen bis zu 30% bei über 90-jährigen Menschen. Mit weiterem Anstieg der Lebenserwartung und den sich allgemein abzeichnenden demografischen Entwicklungstrends ist in den kommenden Jahren mit einem erheblichen Anstieg demenzieller Erkrankungen zu rechnen. Nicht nur durch die Pandemie bedingt sehen wir als Diakonie an- und Zugehörigen einer großen pflegerischen Belastung ausgesetzt, die bis zu Depressionen führen kann. Der größte Anteil der Pflege verläuft im ambulanten Bereich in der Häuslichkeit. Aus diesen Gründen möchten wir bereits im Vorfeld auch eines schweren Verlaufes ansetzen und Betroffene sowie An- und Zugehörige stärken. Zu diesem Zweck arbeiten wir daher auch eng zu den beschriebenen Herausforderungen mit der AOK Baden-Württemberg zusammen, mit der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg und FinSoz, einem Fachverband für Informationstechnologien, Sozialwirtschaft und Sozialverwaltung, wo wir auch in verschiedenen Gremien zusammensitzen, auch in verschiedenen anderen Projekten mitwirken.
um eine größtmögliche Vernetzung eben und auch eine betroffenenzentrierte Entwicklung solcher Anwendungen zu ermöglichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Johannes, für den Impuls. Ich würde, ich hoffe, bitte nicht falsch auslegen, wir haben einfach nicht mehr viel Zeit. Ich würde einfach direkt an den Markus übergeben, dass wir später noch eine größere Diskussionsrunde haben, weil wir leider schon ein paar Minuten Verzug sind. Ich würde aber gerne später noch auf euch konkret eingehen. Als nächster Impulsgebender ist der Markus Schienle hier. Markus Schienle ist Senior Expert am FZI. Und er studierte Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft am KIT mit dem Schwerpunkt Entwicklung von Informationssystemen, mobilen Anwendungen, Geschäftsmodellen, Prozessen und Entrepreneurship. Seine Masterarbeit mit dem Thema Entwicklung eines auf mobilen Endgeräten basierenden Smart-Home-Systems im Kontext der digitalen des IoT schrieb er am FZI und seit 2015 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am FZI tätig und seit Mai 2021 als Senior Expert Digital Health am FZI tätig. Lieber Markus, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank, Christoph. Genau wie der Herr Walter schon angedeutet hat, beschäftigen wir uns aktuell mit digitalen Lösungen zur Sekundärprävention bei Demenzen, insbesondere bei Alzheimer-Demenz. Vielleicht noch eins vorab. Von Sekundärprävention spricht man dann, wenn man eine Erkrankung in einem frühen Stadium erkennt und eben versucht, positiven Einfluss durch Intervention zu nehmen. Und da sich in den letzten Jahren in der Wissenschaft herausgestellt hat, dass bei knapp einem Drittel aller Demenzen durch die individuelle Adressierung von Risikofaktoren positive Effekte erzielt werden können, ist das letztlich auch die Motivation des Vorhabens. Und die Motivation wird auch von gesellschaftlichen Herausforderungen unterstrichen. Wir haben in Deutschland pro Jahr einen Zuwachs von ca. 300.000 Demenzfällen. Man geht insgesamt von 1,5 bis 1,8 Millionen Betroffenen aus und nach konservativen Schätzungen machen die 15 Milliarden Euro an Kosten pro Jahr für das deutsche Gesundheitswesen aus. Und der demografische Wandel, wie der Herr Walter schon angedeutet hat, wird auch in den nächsten Jahren für einen Zuwachs sorgen. Und da Demenz mit einem Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit und damit mit dem Verlust der Alltagsfähigkeit einhergeht, ist eben das Ziel von Interventionen, diese möglichst lange zu erhalten. Und da aktuell auch keine Heilungschance für Alzheimer-Demenz existieren, versucht man eben durch sogenannte reversible Risikofaktoren zu behandeln, um den Prozess zumindest zu verlangsamen und eben die Alltagsfähigkeit möglichst lange zu erhalten. Genau, als Risikofaktoren gelten also einerseits physische Gegebenheiten wie beispielsweise Bluthochdruck, aber auch psychosoziale Faktoren, die mit den Lebensumständen zusammenhängen, wie zu wenig Bewegung oder Alkoholmissbrauch. Und als Lösung soll daher eine digitale Plattform entstehen, welche Ärzte, Betroffene, Angehörige und auch die Pflegenden möglichst zielgerichtet dabei unterstützt, Risikofaktoren zu identifizieren und dann eben auch entsprechend passende Behandlungsstrategien vorzuschlagen und diese zu begleiten. Und Voraussetzung ist eben, dass das Ganze in den Alltag integrierbar und damit auch im ambulanten Umfeld oder in der ambulanten Versorgung anwendbar wird. Und als eine Möglichkeit, eben im deutschen Gesundheitswesen solche Lösungen ökonomisch tragfähig zu gestalten, haben sich in den letzten beiden Jahren die Konzepte der DIGA, der digitalen Gesundheitsanwendung oder auch App auf Rezept und der DIPA, der digitalen Pflegeanwendung entwickelt, die dadurch dann auch abrechnungsfähig werden. Genau, im Projekt Alfredo untersuchen wir deshalb mit der Diakonie Baden seit September letzten Jahres, also wir sind noch in der frühen Phase, zusammen die Möglichkeiten digitaler Interventionsstrategien, um den Bedarf zu erheben, haben wir dann hierfür natürlich auch im Rahmen der Anforderungsanalyse bereits mehrere qualitativen und auch quantitative Umfragen durchgeführt. Im Gesundheitswesen sind an solchen Lösungen ja auch immer mehrere Stakeholder beteiligt. Daher haben wir niedergelassene Ärztinnen unter anderem gefragt, ob generell solche Lösungen von ihnen angeboten werden würden. Und die gute Nachricht, also 86% haben den Umstand bejaht. In Interviews mit Experten aus dem Bereich der Demenzbehandlung, der Demenzversorgung hat sich auch gezeigt, dass dadurch durchaus auch in der realen Versorgung bereits Erfolge erzielt werden könnten, es aber aktuell aufgrund der damit verbundenen hohen Aufwände selten getan wird. Also als klare Voraussetzung wurde genannt, dass es eine zeiteffiziente Unterstützung bedarf und die Abrechenbarkeit der damit erbrachten Leistungen
Also es sollten keine zusätzlichen Kosten vom Patienten oder den Versorgern getragen werden müssen. Und demgegenüber stehen natürlich auch auf der anderen Seite dann die, die die Kosten tragen, also die Kostenträger in Gestalt der Kranken- und Pflegekassen. Und eine der größten Kassen, die wir interviewt haben, hat berichtet, dass sie eben pro demenzkranker Person von 3- bis 4-fach höheren Kosten ausgehen als die, die offiziellen Zahlen vom Anfang. Als Gründe haben sie eben soziale indirekte Folgekosten genannt für das Umfeld durch, durch Ausfall der pflegenden Angehörigen beim Arbeitgeber zum Beispiel, also erhöhte Krankmeldungszahlen und dann eben auch noch die Pflegekassen, die eben durch den erhöhten Pflegebedarf einer Demenz letztlich auch Kosten verursachen. Genau, die Kassen sehen daher mittlerweile auch einen Mehrwert in digitalen Werkzeugen, die eben helfen könnten, diese Kosten zu reduzieren. Und genau, zuletzt haben wir natürlich auch noch die Patientenvertreter als wichtigste Stakeholdergruppe gesprochen, die hervorgehoben hat, dass auch insbesondere die Vernetzung der Akteure sehr wichtig ist. Also man weiß nicht so richtig, wer am Pflegeprozess beteiligt ist und das ist und die arbeiten auch noch nicht effizient zusammen. Daher sind wir aktuell an der Erarbeitung von unterschiedlichen Konzepten, die einen personalisierten Behandlungsansatz verfolgen. Im Mittelpunkt stehen dabei eben die Betroffenen selbst, deren Beziehung zu den Behandelnden muss einerseits verbessert werden und Informationsflüsse auch über Behandlungssitzungen hinaus ermöglicht werden. Und dafür eignen sich eben die DIGAs als digitale Werkzeuge zur Erfassung von den Maßnahmen und aber auch dem Monitoring von deren Durchführung. Und das soll zum einen eben die Selbstständigkeit der Patienten erhöhen, sowie bei erfolgreicher Behandlung deren Lebensqualität und somit eben auch Hoffnung für ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben. Genau, zum anderen ist das dafür benötigte Wissen noch relativ neu. Also es ist häufig bei den Behandelnden noch gar nicht vorhanden sogar, weshalb wir auch versuchen müssen, dieses Domänenwissen in Form von Empfehlungs- und Entscheidungsunterstützungsfunktionen zu den Medizinerinnen in die Regelversorgung zu tragen. Und genau darüber hinaus spielen natürlich die Angehörigen auch eine Rolle, die beispielsweise auch über eine digitale Pflegeanwendung bei der Durchführung von Pflege- und Behandlungsmaßnahmen digital vernetzt und unterstützt werden könnten. Schlussendlich lebt so ein System auch von Daten, wie wir davor auch schon gehört haben bei den Vorträgen. Im bequemsten Fall sollten die eben nicht selbst erhoben werden, sondern durch Smart Devices wie Wearables, auch im ambulanten Umfeld, und bedarfsgerecht Informationen für eine Weiterbehandlung zur Verfügung stellen. Und genau davon profitieren dann auch nicht zuletzt die Versicherer, die dadurch mehr Transparenz bekommen über den realen Versorgungsbedarf und von dem verzögerten Eintritt in die Pflegestufen auch monetär profitieren könnten. Aus technisch-wissenschaftlicher Sicht bedeutet das unter anderem, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie wir möglichst präzise ein digitales Abbild von potenziellen Patienten in der Domäne Gehirngesundheit schaffen können und damit auch ein Behandlungsmanagementsystem aufgebaut werden kann, welches dann anhand von zu entwickelter Algorithmik eine bedarfsgerechte Unterstützung ermöglicht. Und die dafür notwendigen Daten müssen auch im ambulanten Umfeld eben anhand von Sensorik oder entsprechenden Gesundheitsanwendungen erhoben und mit allen am Prozess beteiligten Stakeholdern auch geteilt werden können. Zuletzt noch einen kurzen Überblick, wie das Ganze aus technischer Sicht umgesetzt werden kann. Wir sehen links oben Entwürfe von digitalen Konzepten für Patienten und Angehörige, welche bei der Durchführung der Risikofaktoren gestützten Behandlung entsprechend begleiten sollen. Und auf Seiten der Behandelnden unten links ist für das Behandlungsmanagement eine Plattform vorgesehen, worüber auch die Behandlungsplanung durchgeführt werden und eben auf entsprechende Datenrückflüsse der Patienten reagiert werden kann. Und das Ganze haben wir auch bereits prototypisch implementiert, wie man auf der rechten Seite sieht, und stimmen auch diese Lösungsinkremente mit den Stakeholdergruppen regelmäßig ab. Im Detail ist es aktuell für Behandler bereits möglich, ein Risikoprofil für Patienten anzulegen, für welches dann auch entsprechende Interventionsstrategien definiert und vorgeschlagen werden, auf Grundlage von Studiendaten und letztlich auch dann Daten von Patienten rückfließen können. Hier ein Beispiel von der Demenz-Screening-Anwendung aus einem Vorprojekt, um eben die mentale Gesundheit zu monitoren und auch entsprechend prüfen zu können, ob die Behandlungsmaßnahmen anschlagen. Genau, zukünftig soll das Ganze natürlich um objektivere Messinstrumente und zusätzliche Interaktionsmechanismen erweitert und schließlich auch in Studien evaluiert werden. Das war schon der Impuls von meiner Seite. Vielen Dank. Fragen gerne jetzt oder dann im Nachgang an mich. Genau, perfekt in der Zeit. Ich sehe keine Fragen im Chat. Ich würde direkt weitermachen, dass wir einfach ein bisschen
später die Diskussion ein bisschen stärken können und würde mit dem nächsten Teil, der sich vor allem der, salopp gesagt, in Verkehrbringung bzw. feldrelevanten Inhalten widmet, rüberschwenken und da dürfen wir jetzt den Professor Storck, Wilhelm Storck, Direktor am FZI begrüßen, der uns einen kleinen Impuls zeigen wird nach seinem Studium mit dem Schwerpunkt Optik an der Universität München und der Universität Erlangen-Nürnberg, war Mitarbeiter am Lehrstuhl für angewandte Optik in Erlangen-Nürnberg und hat dort promoviert seit 1993, ist an der Universität Karlsruhe bzw. mittlerweile KIT am Institut für Technik in der Informationsverarbeitung tätig und ist dort von Aufbau und Leitung der Forschungsbereich Mikrosystemtechnik, Optik, aber auch dann später am FZI für den Bereich digitale Gesundheitsanwendung oder generell Digital Health tätig. Und ich darf jetzt gleich überleiten. Ich präsentiere es gleich, weil wir ein kleines technisches Problem haben. Und genau, die Bühne ist, gehört Evelyn. Gut, danke Christoph. Also Titel des Vortrags ist also Datensouveränität als Schlüssel für die datengetriebene MDR-konforme Entwicklung digitaler Gesundheitsanwendungen. Also wer MDR das Kürzel nicht kennt, das ist Medical Device Regulation, also früher sozusagen das alte Medizinproduktegesetz auf der europäischen Region. Und wir brauchen natürlich für digitale Gesundheitsanwendungen brauchen wir hauptsächlich Daten. Ne? Das haben wir jetzt in den vorangegangenen Vorträgen schon gehört. Und in Deutschland ist das ja nicht so ganz einfach. Also ich sage immer, dass Deutschland ist das rückständigste Industrieland im Bereich der digitalen Anwendung in Gesundheit. Und Daten sind in der Regel nicht oder auf jeden Fall nicht ausreichend verfügbar. Und wenn man sie irgendwo anwenden will, ist also sehr, sehr aufwendig. Ne? Hier also sozusagen als Motivationsfolie. Wir haben also im Zentrum den Patienten, dann haben wir also natürlich in der medizinischen Versorgung entstehen Daten, also bis heute immer noch hauptsächlich papierbasiert, aber das ändert sich gerade. Und dann wird natürlich in der Zukunft eben auch ambulante Settings sein, wo eben über Wearables zum Beispiel oder über Apps eben auch Daten erfasst werden. Und wichtig wäre es natürlich, wenn diese Daten der Forschung zur Verfügung stehen würden, insbesondere in diesem neuen Feld der personalisierten Medizin, in dem man eben die individualisierten Umstände der Lebensführung, auch natürlich der Genetik, für individualisierte Behandlungsverfahren mit einbeziehen möchte. Nächste bitte. So. Also einer der Punkte ist, wie man diese Daten jetzt eben letztendlich zusammenbringt. Aktuell hat man sozusagen, oder die längere Zeit hat man Plattformgedanken. Das heißt, dass diese Daten auf Plattformen zentralisiert verfügbar sind, wie das ja jetzt auch in der Telematikinfrastruktur letztlich vorgesehen ist. Das ist aber sehr schwierig, weil das Ganze dann natürlich entsprechend verschlüsselt wird. Und die Zugänge sind sehr schwierig. Man kann also nicht über diese Daten hinweg KI-basierte Erkennungsprozesse machen, die es einem erlaubt, sozusagen über viele Patienten hinweg erstens die Diagnose zu verbessern und dann zweitens auch die entsprechende Behandlung zu bewerten. Und wir wollen eben so versuchen, trotz dieser, jetzt sagen wir mal, sehr restriktiven Einschränkungen der Datenverwendung im Gesundheitswesen über ein Blockchain-basiertes Gesundheitsdatenmanagement zu arbeiten, bei dem eben der Patient im Mittelpunkt steht und der dann im Grunde genommen auch der Herr der Daten ist und sie auch selbstständig gewissermaßen beispielsweise eben über eine Datenspende der Forschung zur Verfügung stellen kann. Ne? Gehen wir zur nächsten Folie. Ne? Warum wollen wir dezentral machen? Auf der einen Seite, weil man natürlich, wie gesagt, in der Telematikinfrastruktur das sehr schwierig ist. Wir haben also gerade in Deutschland sehr große Vorbehalte gegenüber Plattformen, in denen also Gesundheitsdaten aggregiert werden. Ne? Und bislang ist es also nicht möglich, dort auf Daten zuzugreifen und damit Forschung zu betreiben. Ein anderes Argument ist, dass auch sozusagen im Wunderland der digitalen Technologien in den USA
also sowohl Google als auch Microsoft ihre Dienste mit der zentralen Gesundheitsplattform wieder eingestellt haben, weil eben auch dort einige Vorbehalte sind, also nicht nur in Deutschland, ne? Und die Konsequenz daraus war es eben für uns zu überlegen, ob wir eben über dezentrale Verfahren versuchen, dort etwas mehr gewinnen zu können. Ein weiteres Projekt ist sozusagen, was jetzt auf der Blockchain-Technologie aufbaut. Das ist das Projekt SUFMED, was wir also mit der HTW in Berlin und der Universitätsklinikum Freiburg machen. Das ist eben, dass wir eben diese Daten auch dazu verwenden wollen, über Datentreuhänder. Das können also öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise das FZI sein, an denen man also über Datenspende die Daten eben zukommen lassen kann. Und die sorgen dann dafür, dass diese Daten entsprechend anonymisiert werden, sodass also der Inhalt, die Information sozusagen über das, was in den Daten steckt und was relevant ist, zwar für die Forschung zur Verfügung gestellt wird, aber dass immer größere Datenpoole gebildet werden, die das so sicherstellen können, dass man auf die einzelnen Daten eben nicht zurückgreifen kann. Ne? Nächste. Ein weiteres Projekt ist das Projekt Therapiebilder, was wir also gemeinschaftlich mit dem KIT und der Movisense GmbH machen. Movisense ist ein Startup, was aus meinem Institut sozusagen vor mehr als 10 Jahren entstanden ist. Ne? Und bei diesen ganzen Anwendungen ist es so, dass natürlich der Programmieraufwand auf der einen Seite hoch ist und dass man also zu einer Kooperation der Domänenleute, also sprich Ärzten und den Technikern eben zusammenarbeiten muss, was eben nicht immer einfach ist. Ne? Und deswegen war unsere Idee oder Ansatz, dass wir sagen, okay, wir versuchen, eine Anwendung zu entwickeln, die es erlaubt, ohne eigene Programmierkenntnisse nach dem Medical Device Regulation diese Prozesse dort abzubilden und damit die Anwender, die medizinischen Anwender und Spezialisten sozusagen instand zu setzen, ohne Programmierkenntnisse in kürzester Zeit solche Software-Tools zu generieren. Und das Projekt haben wir jetzt mittlerweile abgeschlossen, haben es auch an die Firma Movisense sozusagen transferiert. Und dort sind bereits erste Demo-Projekte gelaufen, sodass es also in Zukunft auch kommerziell verfügbar sein wird. Ne? Nächste bitte. Ne? Das heißt also, das Thema ist im Grunde genommen datengetriebene, MDR-konforme Entwicklung von digitalen Gesundheitsanwendungen zu haben. Das heißt auf der einen Seite die Programmierunterstützung, andererseits eben über eine Kombination aus Blockchain, Datenspende und Anonymisierung ist zu erlauben, ausreichend oder genügend Daten zu gewinnen aus dem Gesundheitswesen, die es jetzt dem Patienten erlauben, Daten auf der einen Seite abzugeben und sicher zu sein, dass es mit diesen Daten eben keinen Missbrauch gibt, dass diese Daten in der Forschung aber eben auch verwendet werden können, um eben zukünftig in der Diagnose sowohl als auch in der Therapiebewertung besser zu werden, als man das bisher ist. Ne? Gut, das war's schon. Vielen Dank. Ne? Genau, vielen Dank, ja. Professor Storck. Ich würde, glaube ich, im Anbetracht der Zeit auch die Fragen nach hinten schieben und zu unserem letzten Impulsbeitragenden überleiten. Das ist der Dr. Silvester Fuhrhopp, der CEO der Covolution GmbH. Der Silvester Fuhrhopp studierte am KIT Elektroninformationstechnik und hat 2012 seine Promotion hier abgeschlossen. War anschließend im Prinzip als Projektleiter am KIT ein bisschen weiter tätig und hat dann parallel sich mit einem kleinen Ingenieurbüro ausgegründet, woraus dann 2014 die Covolution GmbH vorging. Und die Covolution GmbH kümmert sich um die Thema
Ja, ich würde einfach direkt an dich, Silvester, in der Zeit weiterleiten und freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank für das Intro. Ich freue mich, dass ich hier auch ein bisschen was zeigen kann. So. Genau. Ganz spannend. Wir haben tatsächlich, habe ich ein paar Daten dabei aus der Anwendung. Die Covolution GmbH, die eben aus dem KIT ein Spin-off ist, hat sich entsprechend dahin entwickelt. Wir kommen eigentlich aus der Sekundärdiagnostik, Langzeit-EKG, Auftreten von seltenen Herzrhythmusstörungen. Und wir sind aber jetzt komplett in der Prävention, also in der Sensibilisierung für gesundheitsrelevante Themen einzelner gesunder oder vermeintlich gesunder Menschen gelandet. 2015 gegründet, 2018 das Produkt Besana in den Markt gebracht. Dann mittlerweile sind wir ungefähr 16 Mitarbeiter, haben 35.000 Mitarbeiter-Screenings gemacht. Also dieses Mesana findet primär Einsatz im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und nochmal kurz unsere Vision in 3-4 Folien kurz zusammengefasst. Das sind 9 der Top 20 Erkrankungen im Gesundheitssystem, die auch relativ relevante Kosten erzeugen. Das sind präventive, das sind quasi Lebensstilfaktoren, die diese Themen maßgeblich beeinflussen oder steuern sogar. Und die Zusammenhänge sind eben oft nicht ganz klar für den Laien. Und wenn es wehtut, geht man zum Arzt. In der Prävention ist man da oft etwas, weil es voll oft nicht symptomatisch ist. Also gerade beim Thema Schlaf oder Schlafapnoe ist es eben so, dass man da eher in der Reparatur unterwegs ist. Und ein anderes Thema, was eben immer relevanter wird, jeder von uns wird, 8 bis 20% von uns werden in ihrem Leben eine Depression erleiden. Und wenn man jetzt wieder im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs ist, wo es um Mitarbeitergesundheit und Leistungsfähigkeit geht, sind 37% aller WU-Fälle heute durch Depressionen bedingt. Genau. Unsere Mission ist es, Menschen zu helfen, früh genug zu verstehen, was sie tun können, dass sie gesund bleiben. Dazu benutzen wir eine Eigenentwicklung. Das ist ein EKG-Patch. EKG ist aber nur ein Parameter. Insgesamt leiten wir aus diesem System durch Sensorfusion 17 verschiedene Gesundheitsparameter zusammen. Es ist eine Mischung aus einem physischen Produkt. Das kommt nämlich mehr per Post zu den Leuten nach Hause, aber es ist auch digital, weil wir eben da dann eben hinten dran relativ viele digitale Tools haben. Während Corona, also wir schicken diese Screenings quasi an Mitarbeiter von Unternehmen, sind da auch in Partnerschaft mit einigen Kassen, die auch einen Präventionsauftrag vom Gesetzgeber, haben. Und vom Ablauf her hat es auch während Corona hervorragend funktioniert, weil wir das eben zu den Kunden verschicken ins Homeoffice oder eben da, wo sie eben gerade bei der Arbeit sind. Und es ist ein Fragebogen dabei, damit man eben auch eine fundierte Anamnese machen kann. Wir messen 2 Tage. Es ist eben sehr einfach zu bedienen. Dann bekommt man seinen Report und ein Coaching und kann dann entweder in der Prävention aktiv werden, sofern nötig, aber auch in Einzelfällen entsprechend dann, wenn es herzrhythmustechnische Themen gibt oder im Bereich Schlafapnoe, dann auch weitere ärztliche Abklärungen folgen dann da entsprechend nach. Also wir haben tatsächlich das Glück gehabt, dass wir insgesamt mit 31.000 Datensätzen einen Prä- und Während- oder Post-Corona-Vergleich machen konnten auf Basis von den 17 Gesundheitsparametern, die wir da erhoben haben. Und das Ergebnis hat uns sehr überrascht. Ich glaube, Sie wird es auch überraschen. Von der Datenbasis her, wie gesagt, sind es ungefähr also 11.000 Screenings vor Corona und der Rest dann eben danach. Halbe-halbe, männlich-weiblich. Und es wurde in meinen Unternehmensgrößen zwischen 5.000 und 35.000 Mitarbeiter eingesetzt, also in Unternehmen jeder Größe und eigentlich auch branchenübergreifend. Und jetzt die große Frage, wie haben sich die Zahlen denn entwickelt? Das sind die Parameter, die ich jetzt mal mitgebracht habe, also Ruhepuls, aktive Minuten, Kardiominuten, das sind Minuten über GA1, also ein bisschen höhere Energieumsatz, als wenn man jetzt einfach nur Schritte mal geht. Dann Regenerationsphasen im Schlaf haben wir damit ermittelt. Schlafdauer, Tagesmüdigkeit, Perceived Stress Scale, das ist ein Stress-Score. HRV, ein HRV-Wert, Herzratenvariabilität, ist auch eine messbare Größe, um Stress und Belastung zu messen. Und das Diabetesrisiko aus dem Fragebogen haben wir auch mit drin. Und die Ergebnisse überraschen, also außer bei Aktivität, wo es schlechter geworden ist, ist in unserem Kollektiv alles besser geworden. Und zwar teilweise signifikant. Und das hat uns ein bisschen irritiert, weil nämlich, wenn man die Medien verfolgt oder auch Kassenberichte über das Thema Gewichtsentwicklung während Corona, dann passt das irgendwie nicht so ganz zusammen. Die Frage ist tatsächlich, woher kommt's?
ist ähnlich überraschend wie die Ergebnisse mit der Nicht-App-Nutzung, wo es den Leuten besser geht. Ich habe jetzt einen Parameter mal nochmal mitgebracht, die Herzratenvariabilität, die kommt aus der aus dem Leistungssport eigentlich, ist seit 20 Jahren etablierter Parameter und repräsentiert eigentlich ganz gut den allgemeinen Gesundheitszustand. Wenn man jetzt guckt, wir haben jetzt ein Kollektiv, das ist jetzt nochmal vom BMI segmentiert in Leute, die jünger sind als 26 Jahre und älter. Aber in dem Fall ist es so, dass es tatsächlich dieses HRV-Alter, ist quasi ein Marker, die Herzratenvariabilität variiert mit dem Alter, wird immer weniger, je älter man wird. Das heißt, man kann da dann zu einem Vergleichskollektiv rechnen. Die Leute sind also tatsächlich grundsätzlich jünger geworden, im Schnitt 2,5 Jahre während Corona, auf dem Kollektiv, was wir in diesem Screening-Datensatz haben. Was spannend ist, das ist nochmal nach Branchen sortiert, ist, wie sich dieses Thema entwickelt hat. Branchenspezifisch, da gibt es so einen Trend. Sehr, sehr viele Branchen haben einen positiven Trend, aber es gibt zwei, die da einen negativen Trend haben. Das ist einmal Versicherungswesen. Also ich denke, dass da unter anderem eben auch Krankenkassen durch diese Covid-Situation zumindest am Anfang etwas belastet waren. Und Social Services Healthcare, also Pflege, die Pflegebranche, auch da einen negativen Trend hat. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wenn man mit großen Daten umgeht, wie man segmentiert und wie man sich das entsprechend anguckt. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen in die einzelnen Bereiche reingehen, weil ich das auch einfach spannend finde und da ein bisschen auch Erklärungen liefern. Regenerationsphasen haben sich erhöht, also Phasen, in denen die Leute tagsüber auf ihr Gesundheitskonto einzahlen und nicht gestresst sind. Die Schlafdauer ist angestiegen, weil die Leute halt nicht zur Arbeit fahren müssen, und die Tagesmüdigkeit auch, weil die Leute im Homeoffice oft Nickerchen machen können. Das konnten sie vorher nicht. Also das ist grundsätzlich ein positiver Trend. Der Aufstehzeitpunkt hat sich auch verschoben, weil eben der Weg zur Arbeit auch in großen Teilen von unserem Kollektiv weggefallen ist. Und wenn man das jetzt nochmal segmentiert, zum Beispiel nach Führungskräften und Leuten ohne Führungsverantwortung oder Personalverantwortung, sieht man aber auch ein spannendes Bild. Viele Leute waren bei der Digitalisierung, die mit Corona ja quasi eine Zwangsmaßnahme war, zum Glück vielleicht auch, aber für viele war es eben auch belastend, gerade wenn man jetzt ein bisschen älter ist, sich mit dem digitalen System nicht so gut auskennt. Diese Perceived Stress Scale, also ein subjektiver Score, hat sich tatsächlich so verhalten, dass Mitarbeiter jetzt ohne Personalverantwortung da profitiert haben und Führungskräfte eben aber dagegen während dieser Corona-Krise eine wesentlich höhere Belastung haben, weil das Führen von zu Hause ist auch nicht, wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das eine größere Herausforderung. Und bei der Herzratenvariabilität, also insgesamt ist der Trend positiv bei der Perceived Stress Scale, aber eben bei Führungskräften gab es einen negativen Trend und eben entsprechend dann einen positiven Trend bei Leuten ohne Führungsverantwortung. Und bei der Herzratenvariabilität, die eben den gleichen Parameter messbar repräsentiert, also das eine PSS ist fragebogenbasiert, die Herzratenvariabilität messen wir aus dem EKG raus, ist der Trend genauso und signifikant sichtbar, dass nämlich bei Führungskräften die HRV entsprechend gesunken ist und bei Mitarbeitern ohne Führungsaufgaben die HRV besser und die Herzratenmobilität. Also die Führungspersönlichkeiten sind entsprechend psychisch höher belastet als eben entsprechend Mitarbeiter, genau. Das war jetzt ein ganz kurzer Streifzug durch das Thema durch. Ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit gut gemacht vielleicht und übergebe jetzt an dieser Stelle gerne wieder an dich, Christoph. So, doppelt muted besser. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich finde es mega spannend, auch gerade, dass die Führungskräfte definitiv belastet wurden. Ich sehe schon, manchmal braucht man einen anderen Job oder braucht man ein anderes Thema. Ich würde es auch, glaube ich, an der Stelle einfach mal direkt überleiten zu einer gemeinsamen Diskussion. Und da bitte ich einfach jeden der Impulsgebenden, mal wieder Kamera einzuschalten und Bilder einzuschalten. Und würde jetzt mal einfach die Frage in den Raum stellen. Moment, ich kann schnell noch teilen. Schlussendlich, viele der Themen widmen sich ja um, oder es geht ja schlussendlich um Thema Daten. Bei nahezu allen. Gibt es da konkret Herausforderungen, die für Ihre spezifische Applikation oder für Ihr spezifisches Thema besonders heraussticht?
wo man gerade einfach... Silvester, magst du direkt anfangen als Letzter? Ja, genau. Also was bei uns natürlich ein relevantes Thema ist, wenn man mit Big Data umgeht und gerade mit diesem Thema Gesundheitsdaten, Professor Stolker hat es ja vorhin auch schon erwähnt, irgendwie der Microsoft Health Vault ist irgendwie eingestellt worden und so weiter. Also es ist einfach super sensibel. Datenschutz und Datenautonomie ist ein Riesenthema. Und wenn man jetzt noch den Betrieb dazu nimmt, dann ist es noch problematischer, weil natürlich das dann auch Kündigungsgrenze sein könnte oder sonst was, wenn man da irgendwas rausfindet. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich relevanter Punkt und das ist wichtig, aber das behindert natürlich auch Innovation oder bremst Innovation und das ist gar nicht so einfach, da die Balance zu halten zwischen einem relevanten Schutz und Innovation und wie das jetzt in Deutschland ausgeht und wie lange wir noch brauchen, bis wir die Gesundheitsthematik durchdigitalisiert haben, das wird man auch sehen. Gematik ist ein Projekt, was ich schon sehr, sehr lange mit so ein bisschen beobachte, wo es ja auch um diese Themen geht, wo einfach da aus meiner Sicht ein bisschen wenig Dynamik drin ist und wenig Geschwindigkeit. Und wir mit Mesana haben da eigentlich mittlerweile das so hinbekommen, dass die Datenautonomie komplett beim Mitarbeiter liegt. Wir arbeiten auch ein Forschungsprojekt gerade zu dem Thema noch, um dann noch ein bisschen besser zu werden. Aber das muss man auf jeden Fall mitnehmen, dieses Thema. Danke. Gibt es dazu direkt eine Wortmeldung? Vielleicht kann ich noch was dazu sagen, aus arbeitend an einer Universitätsklinik. Also es ist wirklich unfassbar kompliziert, das Thema Datenschutz. Also wir müssen das x-fach absichern und dann, wenn ein externes Unternehmen Daten haben möchte vom Patienten, dann müssen x Verträge abgeschlossen werden. Das kommt zu einer Zeitverzögerung von einem halben Jahr bis fast ein Jahr und das macht das Ganze sehr unattraktiv und sehr aufwendig. Das kann ich jetzt einfach nur von unserer Seite sagen. Das Gute ist, dass jetzt hier in Würzburg gibt es einen Vertrag mit der Universität Würzburg, wo eben auch Informatik angeboten wird. Und da werden jetzt die Datenflüsse einfacher werden. Und da bin ich jetzt schon mal glücklich, dass es sowas gibt. Und vielleicht wird es dann noch weitere rechtliche Grundlagen geben, die das Ganze vereinfachen. Aber ohne gute Daten ist es unmöglich, auch gute KI-basierte Software zu entwickeln, finde ich. Ich würde, glaube ich, mal die Frage auch noch jetzt direkt an den Marco Schiele stellen wollen. Schlussendlich jetzt nicht nur die Herausforderungen mit dem Datenschutz an sich, sondern auch die Herausforderungen mit Daten bei einer entsprechenden Zielgruppe, die jetzt nicht unbedingt sehr langen Krankheitsverlauf hat. Was ist da besonders und wie gehst du damit um? Ja, genau, das wollte ich auch oder hätte ich jetzt auch ergänzt. Also gerade wenn man sich dann mit dem Thema psychische Erkrankungen beschäftigt oder jetzt auch gerade bei einer Demenz, wo es dann mit kognitiven Leistungseinbußen einhergeht, ist es natürlich schwierig, an Daten ranzukommen, alleine weil es eben ein großes Stigma ist, also da sehr viel Angst und auch Unwissenheit besteht. Das heißt, da müsste man viel mehr Aufklärungsarbeit machen, größeren Kampagnen, um überhaupt an Daten ranzukommen, dass Menschen sich bereit erklären, eben daran teilzunehmen an Studien. Und dann hat man natürlich durch diese Datenschutzgrundverordnung zusätzlich mit dem Thema Ethik bei dem Verlust der Geschäftsfähigkeit, was bei einer Demenz ja auch passieren kann, durchaus Herausforderungen, die man in so einem Forschungsprojekt nicht unbedingt losgelöst alleine betrachten kann. Also da verbringt man durchaus mal ein Jahr oder anderthalb von den 3 Jahren damit, irgendwie die Ethik und die Datenschutzanträge so zu gestalten, dass man überhaupt die Daten verwenden darf. Und das ist die größte Herausforderung. Was sich jetzt gebessert hat, ist, dass es, so wie es auch heute Morgen in der Keynote deutlich wurde, dass es eben auch ein Forschungsdatenzentrum geben soll, also dass man aus der EPA heraus, der elektronischen Patientenakte heraus, Daten spenden kann und die zu Forschungszwecken zur Verfügung stellen kann. Das ist, denke ich, ein richtiger Schritt. Aber wir brauchen auf jeden Fall zentrale Anlaufstellen und aktuell ist es eben noch dezentral. Also wir arbeiten zum Beispiel gerade daran, an Daten vom DZNE, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, ranzukommen und dafür machen wir jetzt nochmal quasi das Ganze, was die auch schon gemacht haben für ihre Daten. Wir stellen einen Ethikantrag, wir müssen natürlich den Datenschutz gewährleisten, und obwohl wir eigentlich nur Bestandsdaten auswerten. Und das kostet halt sehr viel Zeit. Und das ist, wenn man dann aus technischer Perspektive draufschaut, ist nicht die Zeit, die man gerne verbringt, wenn man ja irgendwie die Daten auch auswerten will und da einen Schritt weiterkommen möchte. Und
ja, dafür braucht man halt oder bräuchten wir zentrale Unterstützung, die das für einen übernimmt im besten Fall. Richtung Christoph Becker gerichtet. Schlussendlich die Daten, also Datenschutz haben wir jetzt gehört, aber welche Potenziale siehst du konkret auch für eure Anwendung? Im Prinzip jetzt in diesem konkreten Projekt, siehst du die Möglichkeit, dass man irgendwann beispielsweise auf ein Smartphone damit kommen kann, also wenn man entsprechende Netze trainiert hat, oder welche Potenziale siehst du hinten raus, gerade auch mit, weil du meintest, es gibt noch recht wenig Daten und im Teil 2 des vorgestellten Projekts widmest du dich der Datenakquise? Genau, da widmen wir uns der Datenakquise. So die Vision, die im Hintergrund steht, ist natürlich, das irgendwann auf ein Smartphone zu bekommen. Das hat natürlich auch, wie schon erwähnt, Herausforderung, dass aktuell die Datensätze irgendwie sehr unangenehm groß sind, um das auf dem Smartphone irgendwie auch zu bearbeiten. Aber tatsächlich ist die größere oder die naheliegende Herausforderung aktuell, die wir auch schon gehört haben, dass es schwierig ist, an die Daten ranzukommen. Also auch wenn wir mit mehreren Kliniken sprechen, dann stellen wir auch fest, dass wir wollen immer das Gleiche, aber es wird ganz unterschiedlich klassifiziert. Also es geht von, wir machen ein Bild von einer Hautregion und ein Bild ist immer ein personenbezogenes Datum, egal ob ich die Person erkennen kann oder nicht, bis hin zu, das sind jetzt pseudonymisierte Daten oder anonymisierte Daten. Und das macht es natürlich auch sehr schwierig. Und gerade wenn wir dann eben nicht im anonymisierten Bereich sind oder bei der anonymisierten Klassifikation, dann haben wir genau die Aufwände, die auch angesprochen worden sind und die dann auch teilweise parallel laufen in einem sehr unstrukturierten Prozess. Das heißt, es gibt eine Beauftragung parallel dazu, findet dann noch ein Ethikvotum statt und dann muss aber nochmal Auftragsdatenverarbeitung im Zweifel separat adressiert werden und man spricht aus drei verschiedenen Perspektiven dann, glaube ich, über das gleiche Thema und das macht es sehr aufwendig, wenn man sich gar nicht um die rechtlichen Aspekte, sondern um die forschungstechnischen Aspekte einfach kümmern will. Also da kann ich mich auch den Vorrednern voll anschließen. Danke, Christoph. Bevor ich gleich zu Professor Storck übergebe, würde ich ganz kurz noch Johannes Walter noch zu Wort kommen lassen, auch gerade was das Thema Daten auch angeht, beziehungsweise auch die entsprechenden Potenziale und Herausforderungen, die du vor allem im Bereich Pflege, aber auch im klinischen Bereich siehst, was man jetzt aufgrund deiner Erfahrung hier prognostizieren kann. Ja, vielen Dank, Christoph. Dem kann ich nur beipflichten, was meine Kolleginnen und Kollegen auch gesagt haben. Wir haben die gleichen Probleme mit der Weitergabe von Daten, überhaupt Erhebung von Daten. Die ethischen Maßstäbe müssen dafür überhaupt gegeben sein. Das möchte ich jetzt gar nicht alles wiederholen. Ich möchte nur noch einen weiteren Punkt erwähnen, eine weitere Perspektive, die häufig, das sind wir auch von Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch vernachlässigt werden, sind die Anspruchsgruppen. Die Notwendigkeiten von An- und Zugehörigen, von tatsächlich von Patienten, wenn wir zum Beispiel mit der Alzheimer-Gesellschaft miteinander sprechen und uns austauschen, sagen uns Verbände, dass ethische, ich sage es mal so direkt, ethische und Datenschutzthemen bei einem fortschreitenden Erkrankung oder bei der Belastung von An- und Zugehörigen zumindest in den Hintergrund treten, weil es dort andere Notwendigkeiten gibt. Deswegen sollte man auch bei allen datenschutzethischen Bedenken, und jetzt lehne ich mich auch als Diakonie relativ weit aus dem Fenster, auch einfach diese dritte starke Perspektive nutzen, um zu sagen, okay, wir müssen hier eine Lösung, einen Weg finden, um diese Anwendungen zu etablieren, weil das Problem zumindest im Bereich der Demenz, was wir adressieren, ein immer größeres wird in der Zukunft. Deswegen darf man auch diese Stimmen von Patienten an Zugehörigen, die bereit sind, auch Daten zu geben, die bereit sind, an solchen Projekten auch mitzuwirken, aktiv nicht vernachlässigen. Genau, danke, Johannes. Ich würde jetzt, glaube ich, auf die konkrete Fragestellung eingehen, die im Chat sind, aber auch gerne die Möglichkeit, den zwei Teilnehmenden, die jetzt im Chat was geschrieben haben, auch die Möglichkeit geben, es direkt an Professor Storck zu richten. Wenn nicht, würde ich es vorlesen. Dem ist nicht zumindest, sehe ich jetzt nicht, dass gerade das Interesse da ist oder was gestreckt wird. Ach doch, Herr Schneider. Muss ich gerade schauen, wie kann ich denn in die Sprecherlaubnis gehen? Ah, sehr schön. Danke. Hört man mich? Ja, man hört Sie.
Super. Wenn ich Sie, Herr Professor Stork, richtig verstanden habe, dann ist Ihr Einsatz, Ihr Ansatz ja mit dem Patienten als Herr seiner Daten einwilligungsbasiert, juristisch gesprochen. Also er muss seine Daten freigeben. Soll er das nun spezifisch für jedes Forschungsprojekt, für jedes Auswertungsvorhaben machen, gegebenenfalls für mehrere Auswertungen hintereinander, dann mehrfach? Also man spricht hier vom Dynamic Consent. Oder soll er einmal eben seine Daten freigeben für Forschungszwecke, zum Beispiel im Bereich der medizinischen Forschung? Und das war es dann, also den Ansatz des Broad Consents. Welchen Ansatz verfolgen Sie hier in Ihrem Projekt, in Ihrem Plattformprojekt? Naja, zunächst einmal, sage ich mal, bin ich ein Anhänger, die Dinge so einfach wie möglich zu gestalten. Oder vielleicht andersrum ausgedrückt, jede Technologie, die man entwickelt, beinhaltet die Chance einer Verbesserung und gleichzeitig das Risiko einer Schädigung oder so etwas. Ne? Und je höher man die Sicherheitsschwellen treibt, umso sicherer wird das Ganze und umso wahrscheinlicher wird, dass es gar nicht genutzt wird. Ne? Das heißt, von daher gesehen ist es ganz klar, wir würden natürlich einen Broad Consent haben wollen, ne? Aber am Ende hängt es davon ab, wie sehr das dann sozusagen von den Patienten akzeptiert wird. Die bisherigen Erfahrungen sind eigentlich, die ganzen Datenschutzsorgen haben die Patienten in aller Regel nicht, die wollen Lösungen. Ne? Das heißt, aus meiner Sicht ist das eine aufgeladene Diskussion von Leuten, die selbst eigentlich kein Problem haben. Ne? Beantwortet es das? Ne? Ja, danke. Ja, Position ist klar geworden. Okay, genau, ähnliche Richtung zielt auch die Anfrage. Ich würde es, wenn es für den Anfragenden auch okay wäre, glaube ich, ihr Ziel ist ja, glaube ich, auf eine ähnliche Richtung ab, um Anbetracht der Zeit. Gibt es noch außerhalb diesem Thema anonymisierte, pseudonymisierte bzw. Datenspende noch Punkte, die aus dem Auditorium kommen? Wenn nicht, würde ich an der Stelle mich bedanken bei den Impulsgebenden für eure Bereitschaft hier euch beizutragen, Informationen wirklich direkt aus der Forschung oder aus wirklich von einem Produkt zu geben. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auch im Austausch im Nachgang. Ich glaube, wir haben einige Potenziale gesehen, die wir auch in Zukunft noch näher ausgestalten können. Und darf jetzt konkret im Nachgang auch alle, auch die Impulsgeber hier auf unser weiteres Programm verweisen. Zum einen werden wir jetzt im Nachgang, haben wir eine kleine Pause bis 14 Uhr geplant, wo man sich in aller Ruhe auch die Möglichkeit hat, entsprechende Live-Demos anzuschauen zu verschiedenen Themen. Da möchte ich natürlich gerne auch die Neuigkeiten aus dem Bereich Digital Health ein bisschen promoten. Schauen Sie sich gerne mal an, was es da für spannende Themen gibt, von Pflegerobotik bis aber auch das Thema Datenspende wird hier ein Punkt sein. Aber auch die Kollegen mit Lastenfahrrädern oder mit Schutzerkennung sind hier auch aktiv. Anschließend geht es weiter um 14 Uhr mit 3 weiteren Transferfonds und 2 Vertiefungsformaten, zum einen Smarte Quartiere, Sustainable AI, Cybersecurity und gemeinsam zur Innovation, Rechtslage, automatisiertes Fahren. Gerne können Sie sich auch in der Zeit über die entsprechende Meeting-Plattform austauschen, einfach einloggen und auch gerne mal direkt die Leute ansprechen, die Sie interessant finden. Es gibt dafür auch eine Matchmaking-Funktion und schlussendlich wird um 15.30 Uhr das entsprechende Abschlusspanel starten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Sinne und wünsche Ihnen noch einen schönes Open House, virtuelles Open House. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder in live und in Farbe uns in Karlsruhe sehen können. Und dann, genau, bleiben Sie gesund.